Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, denn hoffentlich kommt dieses Video an Weihnachten an. Nein. Genau, wir sind auch voll ausgestattet. Die Mütze sitzt ein bisschen hoch, weil wir einen Dutz haben und ja. Und heute beantworten wir eure Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Wenn ihr Interesse habt, dass wir die Fragen beantworten, dann viel Spaß bei dem Video. Übrigens, wir filmen wieder mit Tageslicht, weil unsere Softbox immer noch nicht geht und genau. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt und habt ihr Lust auf ein Video, unsere Weihnachtsgeschenke oder so. Ich meine, wir haben im Januar sowieso Geburtstag, da können wir auch ein Geburtstagsvideo machen. Also, wir überlegen mal noch. Stimmt einfach mal hier oben ab, ob ihr Bock habt auf ein Weihnachtsgeschenke-Video. Genau. Und jetzt beginnen wir einfach mal mit der ersten Frage, nämlich, könnt ihr mal mit eurem Hund filmen? Ja, also Leute, ihr seht ja übrigens unseren Instagram und TikTok-Account und dort haben wir heute erst ein neues TikTok gedreht, das haben wir gestern schon hochgeladen. Also könnt ihr gerne auf TikTok vorbeischauen, das ist richtig lustig geworden mit Maya, also unserer Hündin, und das ist echt süß geworden. Und ja, also auf YouTube können wir das bestimmt auch mal machen, also schreibt gerne mal ein Video mit denen in die Kommentare. Sie war ja auch in unserem so backst du den geilsten Kuchen der Welt, wie du warst, auch mit drin. Also der erste Link in der Beschreibung, dann kommt ihr zum Video, da seht ihr es ja auch. Und ja, auf Instagram und TikTok seht ihr es ja eigentlich relativ oft, wer Interesse hat. Und ja. Mit wie vielen Jahren habt ihr mit eurem Sport begonnen? Also mit unserem Sport haben wir vor 2,5 Jahren begonnen, Sportakrobatik. Und mit insgesamt unserem Sport, also mit Sport generell, mit 7 oder so. Oder 6. Ja, 6 oder 7. Wir denken mal so, mit 6 Jahren haben wir mit Sport allgemein angefangen. Da hatten wir auch erstmal Sportakrobatik gemacht für 4 Jahre, glaube ich. Dann hatten wir 3 Jahre Handball gemacht und jetzt halt wieder zu 2,5 Jahre Akrobatik. Ja. Wann habt ihr Geburtstag und könnt ihr mich grüßen? Wir grüßen dich, Franzi 9283. Liebe Grüße an dich. Und ja. Wann haben wir Geburtstag? Am 12. Januar. Ja. Verträgt ihr euch gut oder streitet ihr euch mal? Ihr seid mega hübsch, könnt ihr mich grüßen? Wir grüßen dich unterstrich offiziell unterstrich Tesi. Wir grüßen an dich. Und naja, wir streiten uns jeden Tag. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt drauf an, was gerade so abgeht. Mhm. Aber es ist zum Beispiel jetzt früh, wir haben uns schon gestritten, also. Aber schon jetzt mal, also manchmal ist manchmal auch nur so 10 Sekunden und dann tut man wieder so, als wäre nichts. Also manchmal hasst man sich so gegenseitig und denkt, na, sag ich so sehr, ich hasse dich. Und dann sag ich schon, ja, das war ein Spaß oder so. Also man schreit schon sehr oft am Tag, aber man verträgt sich, also man sagt nicht Entschuldigung oder sowas. Eva hat sie mich wieder angeschnauzt. Irgendwas, das war auch schon bei der Sie hat mich einfach nur provoziert. Habe ich nicht, ich habe einfach nur gerade im Video gesungen, kurz einschnitt. Okay, jetzt habe ich sogar. Real Life, Leute, Real Life. Und Real Life schreiben. Da hat sie gesagt, ja, du musst doch nachher das Video schneiden. Ja, genau. Wer ist auf die Idee gekommen, mit dem Turnen anzufangen? Also, wir haben Handball gespielt, wie gesagt. Und ich habe schon damals gesagt, ja, also wir wollten sowieso mit Handball aufhören, weil es aber keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wie wäre es mit Akrobatik wieder? Weil wir waren ja damals auch im selben Verein und Maria so, nee, oder so. Also hat irgendwie es anders vorgeschlagen. Für mich war es schwierig, mich von der Sache zu trennen, weil es ist irgendwie voll ein neues Kapitel, wenn man mit einem Hobby anfängt. Und dann war manchmal ein Verein, wenn man wiederkommt, ist so. Die kennen ja einen alle noch, die denken so, boah, was wollen die denn wieder hier? Hatte man so Angst an so. Und auf jeden Fall, 2 Monate später, war so ein, mit dem Handball so ein Treffen, da hat man halt so geredet. Es war ein chilliges Training, sage ich mal so. Und Maria hat sich im Training so gedacht, ja, also die haben auch so gefragt, ja, wer denkt denn, dass er aufhören will und so. Wir haben uns nicht gemeldet, weil ich wusste ja nichts davon. Also Maria hat halt so gedacht, so, ja, sie würde schon lieber wieder, also sie hat dann gedacht, ja, Akrobatik, das ist es. Und jetzt, das hat sie mal nach dem Training gesagt und dann haben wir jetzt
geschlossen auf. Ja, und jetzt im Sport der Akrobatik, wir bereuen es kein bisschen, denn es macht immer noch mega viel Spaß. Ja, also das war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens. Der Speicherplatz war gerade voll, deswegen muss ich nochmal neu starten. Wo war ich denn geblieben? Also wir wünschen, wir hätten schon damals Akrobatik weitergemacht, dass wir jetzt sozusagen die ganze Zeit Sport Akrobatik gemacht hätten, denn das ist einfach so schade, aber damals hatten wir halt auch keine Lust mehr als Akrobatik und deswegen haben wir dann Handball gemacht und jetzt hatten wir auch keine Lust zu Handball und jetzt machen wir Akrobatik, aber ich kann mir jetzt, ich will am liebsten nie wieder mit Akrobatik aufhören. Aber naja. Die nächste Frage lautet, also Leute, es ist nicht so spät, einen Traum in Erfüllung zu machen. Also ich verstehe das mal so. Fangt einfach, wenn ihr Lust auf den Sport habt, fangt einfach damit an, man ist nicht so alt dafür. Wie lange habt ihr Maya? Also Maya ist unsere Hündin und sie haben wir schon, als sie, seit sie 9 Wochen alt ist, also jetzt, also so letzte Sommerferien. So ungefähr anderthalb Jahre. Nee, der letzte Tag von den Sommerferien in Sachsen, 2017. Also letzte Sommerferien, Ende. Ja, seit 2,5 Jahren. Nee, seit 1,5 Jahren meine ich. Anderthalb, ja. Seid ihr wirklich so beste Freunde oder halt nur so Geschwister, beziehungsweise Twins? Ich würde schon sagen, dass wir eher auch beste Freunde sind, was man so sagen kann. Weil sie weiß mehr über mich als alle anderen auf dem Planeten. Wirklich alle. Mhm. Alle. Ach, Schmeier? Nee, alle. Und ich weiß auch alles über sie. Eigentlich, also eigentlich so gut wie alles, denke ich mal. Klar, jeder hat so Sachen, die er nicht sagt, aber eigentlich das meiste wissen wir schon. Ja. Und deshalb sind wir doch schon eher beste Freunde. Habt ihr schon mal Lisa und Lena gesehen? Nein. Haben wir nicht. Ja, haben wir nicht. Also nein, haben wir nicht. Wie lange macht ihr schon TikTok? Seid mega hübsch. Danke. Danke. Und wir machen schon TikTok. Gute Frage. Gute Frage. Ja, das weiß ich. Also aktiv, sage ich mal so, seit vielleicht circa 2 Jahren. Ja, würde ich denken. Geschätzt. Und ja. Also nee, seit vielleicht Anfang der Sommerferien sind wir so richtig aktiv, dass wir so jeden Tag auf Instagram und TikTok halt was posten. Und deshalb posten wir halt auch immer eigentlich fast jeden Tag was. Deswegen könnt ihr das gerne folgen, denn dort seht ihr jeden Tag was von uns. Wie viele Tiere habt ihr? Also wir das haben... Das ist eine gute Frage. Also wir haben zurzeit 3 Tiere. Einmal also, Maya. Da drüben ist ein Riesenversammlung. Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, sag, was ist? Da drüben ist eine Riesenversammlung. Hunde? So, also wo bin ich stehen geblieben? Ja, sorry, meine Mama hat doch gerade unterbrochen, aber... Genau, welche Frage war das? Aber wie viele Tiere haben wir? Wir haben derzeit 3 Tiere. Und zwar einmal ein Hund, die kleine Maya. Und kurz ein Bild eingeblendet hier, so hier, genau da. Dann haben wir 2 Wellensittiche, das sind ja schon mal 3 Tiere. Hier sind auch Bilder eingeblendet. Und aber bald wird ein neues Gast einziehen. Ein neuer Gast einziehen, also ein neues Tier höchstwahrscheinlich. Wir sagen jetzt mal nicht welches. Das werdet ihr in einer nächsten Videos erfahren oder auf Instagram wahrscheinlich. Also auf Instagram werdet ihr auf jeden Fall als erstes erfahren. Da werdet ihr wahrscheinlich live dabei sein, wie wir das Tier abholen. Und ja. Also folgt uns gerne auf Instagram, denn dort erzählen wir euch alles Aktuelles. Wann kommt eure Merch raus? Also, ja. wie viele schon auf Instagram mitbekommen haben, machen wir uns eigentlich den Merch und zwar 2019 kommt der raus. Also wir haben schon so Testproben, also wir müssen nochmal gucken, was genau wir machen, auch mit dem Logo nochmal genauer. Also wir haben schon ein Logo, aber ihr werdet das alles auf jeden Fall auf Instagram erfahren, auch dass ich dann auf YouTube aufnehme mit dem YouTube-Video und auch auf TikTok bestimmt. Also ja, wir freuen uns schon mega drauf, denn das wird so geil, ich freue mich schon mega. Wir haben schon relativ lange daran gearbeitet. Wir haben dieses Jahr daran gearbeitet und es hat echt lange gedauert, so bis man sich geeinigt hat, welches Logo und das alles zu erfinden ist gar nicht so einfach, weil es muss perfekt sein. Also man will, dass es für einen perfekt ist, man nichts auszusetzen hat, weil es bleibt. Da muss man das immer mit dem Designer und alles so klären und das ist immer nicht so leicht. Aber ja, wir haben schon Mützen zugeschickt bekommen, aber
dort haben wir auch noch was, also naja, egal, auf jeden Fall wird der 2019 irgendwann online kommen. Wir halten euch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, wir freuen uns schon mega drauf. Oh. Deinen eigenen Shop. Auf Instagram erfahrt ihr dann auf jeden Fall das Neueste gleich. Und ich freue mich schon, wenn es mega geil ist. Und weil es haben sich auch schon ganz viele mit uns gefreut. Und schreibt mal in die Kommentare, auf was ihr Lust hättet. Also es werden natürlich Pullovers, T-Shirts und alles kommen, aber kann ja sein, dass ihr so einen Wunsch habt, wie zum Beispiel, ich will unbedingt eine Handyhülle oder ein Kopfkissen. Handy kommen auch. Oder unbedingt, dass ich ein Bettdecke oder so. Also ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Also schreibt gerne Ideen in die Kommentare. Genau. Und ja, genau, das war jetzt auch nämlich schon die letzte Frage und deshalb beenden wir jetzt dieses Video. Wird bestimmt voll lang, aber naja, auf jeden Fall lasst gerne ein Like da und ihr könnt auch gerne kostenlos abonnieren. Danke übrigens für 4000 Abonnenten. Es geht einfach so schnell, wir finden, ach, krass, Leute. Übrigens, Leute, wegen Rathausalte Teil 2, da hatten wir eine Datei auf der Kamera und die ging irgendwie nicht überzuladen. Steht das irgendwie ein Ausrufezeichen da? Keine Ahnung, was das ist. Wir probieren das irgendwie noch drüber zu laden. Wenn nicht, schneide ich, da das in mehrere Dateis aufgefasst wurde. Nehme ich eben die Dateis rein, die wir hatten, und dann nehmen wir eben nochmal mit anderen Bildern den Teil auf, dass man das Video ein bisschen länger ist, was kann ja schon 3-4 Minuten sein. Genau. Jedenfalls, deshalb kommt das dann demnächst online. Also, ich denke mal auf jeden Fall noch in den Ferien. Wir grüßen dich, Nicole Nicole. Nicole, oder vielleicht Nicole, sondern Nicole geschrieben, ich weiß nicht, Nicole ausgehört. Na egal. Aber liebe Grüße an dich. Und wir können gleich noch jemanden grüßen, weil so viele in deinem Video kommentiert haben. Und zwar, wir grüßen dich, Fiona VRL. Liebe Grüße an dich. Und okay, wir grüßen jetzt noch jemanden. Tut mir so leid, wenn ich einen Kommentar habe, könnte mich grüßen. Okay, wir grüßen jetzt noch einen. Und zwar, okay, ist ein bisschen schwieriger Name. Kulas Schrägstrich Druckerboy Druckerboy Unterstrich G-E-R. Liebe Grüße an dich. Und wenn du gegrüßt werden willst, dann benutze den Hashtag Marvel und schreib es in die Kommentare, dass du gegrüßt werden willst und mit etwas Glück wirst du im nächsten Video gegrüßt. Und das war's jetzt mit diesem Video. Tageslicht ist gar nicht mal so schlecht. Wir essen jetzt Frühstück, deshalb ciao, ich hab Hunger und habt schöne Weihnachten, feiert schön, Leute. Ja, es gibt das Frühstück, also man sieht sich, habt schönes Fest und ciao, haut rein.